Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ich bin gerade nochmal vor dem Scharfrichter davongelaufen, habe um die dreimal ausprobiert mit sich klein machen, ob ich doch noch hätte irgendwo was wohin gehen können oder an die Seite springen können, aber es hat nicht geklappt. Also war meine Theorie daneben. Man kann sich nicht klein machen und vom Scharfrichter davonlaufen. So, jetzt kommen die Läufer dazu, das heißt, es wird ein bisschen kniffliger, aber irgendwann werde ich das schon hinbekommen. Eigentlich kann das Pferd ja zwei nach vorne und eins zur Seite. Da hätte der mich jetzt eigentlich schon kriegen können. Wenn ich dazwischen stehe, kann mir dann jemand was tun? Ich glaube nicht. Ich kann ja eigentlich nur hier zur Seite, oder? Wenn ich jetzt zur Seite gehe, kriegt der mich, ne? Ja, okay, das wollte ich nur wissen. Also ich kann nicht direkt neben ihm stehen. Dann gehe ich erst zur Seite. Das klappt doch auch nicht, weil dann stehe ich doch... Ach so, direkt vor ihm geht. Direkt vor ihm geht, dann stelle ich mich wieder vor ihn. Aber zur Seite nicht. Moment. So. Ich komme überhaupt nicht voran, habe ich das Gefühl. Hä? Ja, ich weiß. Ich muss erst mal ausprobieren. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Weil manchmal... Ich dachte eigentlich, wenn ich direkt so bei ihm bin, geht's nicht. Aber vor ihm geht irgendwie. Hä? Ach ja. Gehen wir mal nach vorne. Eigentlich muss ich die Figur da hinten ja auch vor allem nach vorne kriegen. Geht das? Nö. Geht das? Nein. Also ob so oder so rum, ist egal. Meine Güte, was mache ich denn dann bloß? So. Und so? Ich denke, das ist schon mal ganz gut eigentlich. Aber ich will den da hinten halt vor allem auch. Oh, das ist doch doof. Jetzt steht er wieder da. Das ist doch merkwürdig. Ja, klappt nicht. Irgendwie versuche ich gerade erstmal den Dreh rauszukriegen. Wann kriegt das Pferd mich, wann nicht? Und zugleich muss ich ja versuchen, den anderen überhaupt mal vorwärts zu kriegen. Menno. So ist schon mal gut. Ich will jetzt am liebsten nach vorne gehen, damit der Rote da hinten auch mal nach vorne kommt. Aber dann killt er mich ja wieder. Das geht ja nicht. Geht das? Ach Mann. Ich will die Regeln eigentlich gern nochmal lesen mit dem Läufer. Vielleicht checke ich das dann ein bisschen besser. Und wenn ich den Roten hier so dran vorbeischlüpfe und dann wieder nach rechts bringe, aber dafür reichen bestimmt wieder meine Figurenzüge nicht. Schätze ich mal. Ja, war auch klar. Ich bin so doof. Trau mich nicht und nichts klappt. Das ist total blöd. Oh ja, komm, mach mal zurücksetzen hier. Das ist doch
Voll blöd. Kann ich die Regeln nicht noch mal irgendwo sehen mit dem Läufer? Zurücksetzen, habe ich gesagt. Ja. So, noch mal. Wie kriege ich den denn da hin? Aber warum hat das jetzt geklappt? Also das Pferd, das muss doch mit den Platten zu tun haben oder mit den roten und weißen Feldern. Dass er mich manchmal nimmt und manchmal nicht. Wenn ich jetzt aufs Weiße gehe, dann kriegt er mich. Ich glaube, er kriegt mich auf dem Roten nicht. Kann das sein? Auf dem Roten? Doch, auf dem Roten nimmt er mich auch. Die Theorie macht auch keinen Sinn. Was? Warum hat er gerade eben, habe ich mich getraut, einmal wieder so neben ihn zu gehen? Und dann hat er mich aber in Ruhe gelassen. Warum? Oder muss ich andersrum denken, auf dem Weißen kriegt er mich nicht, aber er hat mich doch von rechts auch schon gekillt. Hä? Da killt er mich doch. Das ist rot. Habe ich gerade eben schon. Jetzt versuche ich es nochmal mit dem Weißen. So. So. Auf dem Weißen auch. Also direkt neben mir. Warum hat er mich dann einmal in Ruhe gelassen? Was habe ich da. Was, hä? Was war da anders? Wenn er mit dem Kopf nicht zu mir steht? Wenn er mit dem Kopf nicht zu mir steht, dann nimmt er mich nicht. Ist ja interessant, aha. So, so. So, so. Jetzt steht der Rote richtig auf der linken Seite, um den reinzubringen mit 2 Schritten, aber ich bin nicht richtig. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kriegt er mich dann? Nein, kriegt er nicht. Und ich habe noch 4 Züge. Shit. 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 Och, Manno. Aber ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ja. Also, wenn das Pferdchen mit dem Köpfchen nicht zu mir steht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Deswegen tut er mir hier auch nichts. Klar. Problem ist, ich glaube, dass ich den Anfang falsch mache, weil so sind die Figuren zu versetzt irgendwie. Ja. Okay. Ja, ich brauche gerade ein bisschen. Ihr merkt das schon. Tut mir leid, ihr könnt ja sonst auch vorspulen oder so. Aber, dann gehe ich diesmal mal geradeaus. Und zur Seite. Wieder zur Seite. Geradeaus. 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 Und zur Seite. Nein, das war spiegelverkehrt. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg den roten so rein. Ach, Mann. Spiegelverkehrt. Das hat was mit dem Anfang zu tun, glaube ich. Ach, ich habe sogar noch einen Zug. Ach so. Ah, wie blöd. Okay.
krieg das Ende nicht hin, weil der Anfang schon nicht stimmt. Ich muss mit der roten Figur richtig stehen. Das wird nix, so kriegt mich das Pferd immer. Nee, da war die anderen Züge waren besser. Zurücksetzen, zurücksetzen, zurücksetzen. Ja, okay, dann eben so. Ach ja, viel zu lange brauche ich jetzt schon dafür, tut mir leid. Also nochmal. Nee. Soll er mich killen? Da ist der andere Anfang besser. So. Sonst kriegt man es ja gar nicht hin. So kriege ich es auch wieder nicht hin. Och, Manu. Spult vor, bitte. Tut mir einen Gefallen, spult einfach vor. Ich fühle mich so doof. So. So ist so eins, ja, der einzige Weg, um auch irgendwie an ihm vorbeizuschlüpfen. So kommt's mir halt fast vor. Wenn ich ihn so mache, Moment, dann bleibt der wenigstens kurz stehen. Kann mir das von Vorteil werden? Nee, es ist ja nur noch eins suchen, habe ich ja wieder verkackt. Oh Mann, oh. Ich will das jetzt hinkriegen. Mann, oh, wenn das jetzt einfach spiegelverkehrt... Drei Stunden später und Alexis verpaddelt den ganzen Part mit diesem blöden Rätsel, ganz ehrlich. Darauf läuft's hinaus. Ja, stirb! Was mache ich falsch? Irgendwie muss ich den hinteren roten später wieder richtig hingebacken kriegen. Das ist auch scheiße. Es geht alles nicht. Ich bin so dumm. Ja, und jetzt der eine noch zur Seite und dann wär's das. Geht natürlich, hier bin ich. Versagt, du bist zu doof für dieses Rätsel. Es gibt einfach keinen anderen Anfang. Ich bin einfach zu blöd, einen anderen Anfang als den hier zu finden. Bin ich ehrlich. Nur so komme ich eigentlich voran. Und jetzt kann ich halt entweder nach links oder nach rechts. Versuchen wir es nochmal nach links. Aber das geht ja nie. Dann komme ich ja immer wieder dahin, wo ich vorher schon war. Das ist alles so... Ja, jetzt steht er mit dem Rücken zu mir. Das ist ja schon mal was. So weit waren wir schon. Viel zu viele Züge am Anfang verbraucht. Das kann also auch nicht richtig sein mit Vor- und Zurückgehen.
Ich bleibe bei diesem Weg hier. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm und ich gucke jetzt nach. Bis gleich. Oder ich probiere selber aus. Eins von beiden. Entweder probiere ich jetzt noch selber ein bisschen rum oder ich gucke in die Lösung. Eins von beiden. Aber es macht mich aggro. So schwer kann das doch einfach gar nicht sein. So, ich mache das jetzt nochmal, ne? Ich mache das jetzt nochmal. So, nach dem Superprinzip hier. Und... ich war auf dem besten Weg, glaube ich. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe nur mal woanders reingeguckt und das Ende war einfach nur irgendwo noch nicht ganz richtig oder so. Das kriege ich aber noch hin. So. So. Ich bin so blöd. Das ist so einfach. Aber ich habe das Ende einfach nicht hinbekommen. Das kann nicht angehen. Es tut mir so leid. Manchmal weiß ich nicht. Manchmal kann ich irgendwie nicht anders denken. Ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich zu kompliziert. Manchmal denke ich einfach nicht wie andere Leute. Ja, so ist das einfach leider. Ich höre eine Schnauze. Oh. Die ging ja noch relativ einfach. Ich höre eine Schnauze. Wo war die? Oh, und ein kleines Schlüsselloch. Schön, dass wir weiterkommen. Ja, der Cut musste jetzt einfach sein. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht ruhig genug heute dafür. Ich habe heute keine Geduld. Ich bin heute irgendwie auch so ein bisschen gereizt und heute war nicht so, ist nicht so richtig mein Tag irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin zu ungeduldig. Und für so einen Kram weiß ich nicht. Da mache ich einfach schnell einen Cut und wisst ihr, so wie bei Awakening der Wald der roten Blätter im letzten Teil da, den ich gespielt hatte, da hatte ich das auch am Anfang so ab und zu. So irgendwie gar keine Lust haben, sich lange aufzuhalten und das ärgert mich dann immer später. Das war der infernalische Zug, der mal eben hier vorbeigedüst ist, kein Problem. Kein Ding. Der fährt hier gerne mal vorbei. Ab und zu kommt das mal vor. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Infernalische Zug und so. Nee, ich will da nicht weiter. Ich will die Schnauze. Dann eben nicht. Dann geht's eben hierhin. Zum, zur nächsten Dingsbums hier. Ihr wisst schon. Wir wollen die letzte Rose rot anmalen, Leute. Das tun wir jetzt. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... keine Zeit zu verlieren, Alice. Kannst du die gesamte Zeit überstehen? Oh nö, die hasse ich. Was macht er denn hier? Yeah.
Ja, ich habe die Zeit überstanden. Das ist doch schön. Herrlich. Wunderbar. Komm, Alice, nicht drin. Du hast schon den Zug verpasst. Die vier sind sowieso alle scheiße gewesen. Sei es die Wespen oder die anderen, dieser blöde, betrunkene Seemann, was weiß ich. Bloß schnell die Rosenfarbe einsammeln. Ist hervorragend. 4 von 4. Alles super. Lieber einfach die Zeit überstehen, als die Viecher platt machen. Das geht wesentlich einfacher. So. Was ist mit dem Zug? Der düst hier noch rum. Na, was haben wir denn hier? Ach ja, es tut mir immer noch, wie gesagt, voll leid, dass ich jetzt so viel Zeit des Parts damit vergeudet habe und sich jeder denkt, oh, du musst doch nur da und da lang gehen. Es tut mir leid. Schweineschnauze! Schweineschnauze. Oh. Nervige Viecher. Ich sag's euch. Überall nur Probleme. Wo man geht und steht. Ach ja. Ja, ja. Ja, ist ja gut. Ich mach dich ja schon. Ich bepfeffer dich ja schon. Bing. Ich mag das Bing, das Geräusch am Ende immer voll gerne. Und weil ich jetzt so lange gebraucht habe, mache ich gerade einen 25-Minuten-Part raus. So. Als Entschädigung. Muss das da vorne, muss ich noch irgendwie hinkriegen? Kriegt man das hin? Ja, nee. Hä? Aber wie kriege ich das denn hin? Indem ich einfach auf der Plattform stehen bleibe. So mache ich das gleich. Ja, ja. Ganz schnell. Husch, husch. So. So. Ja, so hat das geklappt. Das ist ja schön. So ein kleines, nettes Schlüssellochversteck hier. Ja, ja. Und eine Flasche haben wir auch zugleich. Und dann würde ich sagen, damit hat sich's dann auch. So. Abmarsch zurück mit dir, wenn die Plattform kommt. Komm mal her jetzt. Komm her jetzt. Ich bin so ungeduldig. Möchte ich da eigentlich mich runterfallen lassen in das Loch? Oder was wird das jetzt hier? Könnte auch einfach so machen. Dann geht der hier hoch. Mhm, dann komme ich nach oben. Alles klar, ich sehe, worauf das hinausläuft. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas? Ich wollte nur mal wissen, was hier so ist. Und hier kann man in die Tiefe stürzen, ne? Okay. Ja, das ist ja cool.
Okay, ja, das mache ich aber im nächsten Part von Alice Madness Returns. Danke fürs Reinschauen und verzeiht mir meine Blödheit. Bis dann.